total, total, auch wegen den Ticks her. Man sieht schon, mir fällt alles aus dem Mund, ich kann nicht mehr so richtig in Ruhe essen. Okay. Dann würde ich mir mal einen Kaffee machen. Ich habe auch schon sehr oft ich wollte es gerade ansprechen, da ist es passiert. Ich wollte es gerade ansprechen. Ich kann nicht mehr, ey. Ich bin fertig. Beim Tourette muss das so sein, dass ich ein Gefühl entwickle, dass ich gut genug getickt habe. Und wenn ich das Gefühl habe, dann habe ich minutenlang oder sogar vielleicht eine halbe Stunde oder, na Quatsch, eine Viertelstunde keinen Tick mehr. Wenn ich weiß, ich habe es gut gemacht und ich habe einen Zwang, den Menschen zu verletzen. Wenn ich das mal, ma oder wenn ich Beispiel einen Gegenstand, wenn ich einen Gegenstand kaputtgeschlagen habe, dann ist der Tick zum Beispiel zufrieden, dass ich was kaputt gehauen habe. Und wenn ich zum Beispiel hier drauf haue, das bringt ja nichts, das geht ja nicht kaputt. Und das wird auch, da wird es immer weitergehen, das wird nicht funktionieren. Also immer bei zerbrechlichen Gegenständen oder bei anderen Menschen, wo es ziemlich weh tut am Kopf oder so, oder das will ich alles gar nicht, das ist alles total schwierig für mich, ich werde dazu gezwungen praktisch. Und da ist halt diese blöde Krankheit, wo ich mit leben muss und wo vielleicht auch im schwierigen Fall auch andere Leute mit leben müssen, so. Und das ist schon eine sehr komplizierte Krankheit. Thomas als Kleinkind. Noch ist alles normal. Aber mit 3 Jahren kommen die ersten Ticks. Harmlose Ticks. Ein Zucken, ein Blinzeln. Fast 10% aller Kinder haben zeitweilig solche Tickstörungen, die dann wieder verschwinden. Ein voll ausgeprägtes Tourette-Syndrom ist seltener, verschwindet aber auch meist mit dem Erwachsenwerden oder wird zumindest deutlich besser. Nicht so bei Thomas. Tabletten, Psychopharmaka. Die Standardtherapie bei Tourette. Thomas nimmt sie seit vielen Jahren. Richtig geholfen hat es nie. Das passiert meistens immer, hallo. Nee, das tut. Ruhe bewahren. Eine Ärztin hat gesagt, ich bin mit Medikamenten nicht einzustellen. Das geht nicht mehr. Ist heftig. Aber gut. Ich bin mit Medikamenten nicht so einzustellen. Also für mich ist die OP ist eigentlich jetzt Standard, da ich weiß, dass die OP kommt und so, und dass ich mich darauf einstelle, dass ich mich freue darauf und dass die OP, das so momentan, wie es so ist, die einzige Lösung ist, wie ich mein Tourette unter den Griff kriegen kann. So. Das ist der Ort, an dem sich das Schicksal von Thomas in wenigen Wochen entscheiden wird. Die Uniklinik Köln. Hoch über den Dächern das Reich von Volker Sturm. Hier auf seiner Station liegen die frisch operierten Patienten.